Kritik. Allein Leute, kann man lange drüber reden, will ich gar nicht. Eins ist aber ganz sicher wichtig. Wir müssen offenbar dazu beitragen, dass sich Änderungen ergeben, wenn Sie eine solche Situation haben, die wir... Dann müssen Sie sehen, dass die Nahtstellen zwischen den ganz dünn gewordenen politischen Balance Unsicherheitssituationen sind. Und das umso mehr, weil Sie nachweisen können, dass die Entwicklungsprobleme im Süden nicht zuletzt auch dadurch begründet sind, dass wir die Kosten unseres Wohlstands in den Preisen bezahlen, die wir bezahlen. Wir wälzen sie ab. Andere zahlen dafür mit. Also, wir brauchen wirtschaftliche Entwicklung, damit wir friedlich weiternehmen. Eine ganz spannende Sache deswegen zu fragen, wie gehen wir denn mit unseren natürlichen Rohstoffen um? Was lassen wir dazu? Das ist nämlich mehr Wasser als alles. Das ist eine Energiefrage. Also, wo kommt die Energie? Es gibt keine wirtschaftliche Entwicklung ohne Energie. Also müssen wir uns schon die Frage stellen, können wir das nur mit den sogenannten fossilen Energien machen, Kohle, Mineralien und Gas, bei bald 9 Milliarden, die alle wirtschaftlichen Wohlstand brauchen? Geht wohl nicht. Verteilen Sie das Geld gut und denken Sie daran, was Sie zu erledigen haben, Herr Staatsrat, damit das alles seine Ordnung hat. Okay, also, was mir am Herzen liegt, ist die Botschaft zu sagen, wir müssen offenbar unseren eigenen Lebensstil mal befragen, wie sieht er denn aus? Und wir müssen alles daran setzen, dass wir mit weniger Rohstoffen, mit weniger Energie unseren Lebensstil machen. Wir sagen, er muss energieleichter sein. Ich habe immer gesagt, wir müssen sowas in der Energiediät machen. Ich schon so nicht. Aber das ist immer das alte Lied, wenn du die Diät machst, musst du den Gürtel haben, wenn man ein bisschen enger schallst. Meistens sagen ja die Menschen, wir müssen den Gürtel eher schallen und fingern schon am Gürtel des Nachbarn. Weil sie gerne nicht angehen. So ist nun mal der Mensch. Meistens ausgerichtet. Also passt auf den Gürtel auf. Wir brauchen also wirtschaftliche